Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich euch und seid herzlich willkommen zu der Ataria Edition in der Version 1.2, die wir jetzt schon eine ganze Weile zocken. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Ja, und das ist der Feuermagier Iskarot. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier bin. Aber den kennen wir noch nicht. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers, ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Ja, bisher haben wir uns eigentlich nur in Korinis aufgehalten. Wir sind Schmied, wie man uns schwer erkennen kann, anhand der Schmiedekleidung. Und wir haben ja immer noch vor, einen innostreuen Paladin zu spielen. What the hell war das laut? Bei mir sind die Fenster alle offen. Ja, der so ein bisschen auf Zweihand geht, ne? So ein reiner Zweihänder wäre ganz cool. Und wir müssen noch zu den Söldnern und ja, hier noch die Feuermage kennenlernen und dann noch ein bisschen leveln. Die Statuswerte werde ich gleich zeigen. Wenn es zu laut sein sollte, dann mache ich gleich die Fenster zu. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Und 1000 Goldstücke. Zeig mir deine Ware. Feuerpfeil, Licht und Heilung. Gekauft. Und zwar alles. Es gibt nichts Besseres wie Heilspruchrollen. Das ist etwas, was man wirklich immer wieder gut gebrauchen kann. Den ganzen Müll, den ich hier habe, werde ich an Rupert verkaufen. So machen wir das. Möge Innos allzeit über dich wachen. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich habe natürlich auch noch einen Kurzbogen bei mir und den normalen Bogen. Ja. Das hier sind die Werte im Moment. Stufe 5. 18 Lernpunkte noch über und alles soweit im Keller. Ich glaube, da hat sich gerade meine Lautsprecherbox verabschiedet. Ich habe, glaube ich, vergessen, diese zu deaktivieren, aber man sollte mich trotzdem gut hören können. Guck mal eben, ob ich mich selber höre. Ich habe, glaube ich, vergessen, diese zu deaktivieren, aber man sollte mich trotzdem. Ja, also sorry nochmal. Die kurze Einblendung. Ja, okay, alles gut. Musik kommt sicherlich auch gleich. Gehen wir doch einfach mal weiter. Ich glaube, da ist irgendwo ein Feldreiter. Ich werde eventuell im Anschluss noch ein bisschen Risen einspielen.
sonst auch immer. Ich hatte nur ein bisschen Bock auf Gothic. Und deshalb habe ich dann die Atari Edition rausgekramt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, die Musik ist da. Ganz, ganz leise. Hat sie sich dazu geschalten. Die wird gleich ein bisschen lauter. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Seit wann kommt der Held denn da nicht mehr hoch? Na gut, dann müssen wir nochmal neu laden. Guten Abend, Dirty. Komisch. Eigentlich eine gute Lautstärke, aber irgendwie ist heute die Musik ein bisschen leiser hier im Spiel. Die habe ich eigentlich immer so, auf dieser Lautstärke schon seit Ewigkeit. Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist dein Begehr? Tja, zu einiges. Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Innos gestattet, das Kloster zu betreten. Wenn du zu Innos beten willst, dann suche einen der Wegschreine auf. Dort wirst du Stille zum Gebet finden. Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Wenn du in die Gemeinschaft Innos aufgenommen werden willst, musst du die Regeln des Klosters kennen und befolgen. Außerdem verlangen wir von jedem neuen Novizen die Gaben an Innos. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Das ist verdammt viel Gold. Es ist ein Zeichen dafür, dass du ein neues Leben als Diener Innos beginnst. Bei deiner Aufnahme werden dir alle deine bisherigen Verfehlungen vergeben. Und bedenke, die Entscheidung, ein Diener Innos zu sein, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Welche Regeln habt ihr euch auferlegt? Innos ist der Gott der Wahrheit und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Wenn du bereit bist, diese Regeln zu befolgen und die Gaben an Innos hast, sind wir gewillt, dich als Novizen in unser Kloster aufzunehmen. Das ist ja nett von euch. Das ist ja ganz nett. Will ich aber nicht. Von daher würde ich sagen, machen wir uns mal ein bisschen vom Acker. Das sieht ja interessant aus.
Nee, komm, wir klettern da jetzt nicht rüber. Wir gucken jetzt mal gemeinsam ins Logbuch und schauen mal, was da noch so offen ist. Händlerüberfall, das ist, glaube ich, die Quest von Hakon, dem Waffenhändler. Leere den Krug in einem Zug. Ja, okay. Korrigons Silber und Bospas Bogen. Da müssen wir zur Diebesgilde. Ja, und alles andere sind so Quests, die man nicht sofort lösen kann. Ja, gehen wir doch mal zur Taverne und dann Richtung Söldner, würde ich vorschlagen. Zwei Hände haben wir schon auf 20%, okay. Ich denke, ich werde das erstmal auf 30 bringen und dann werde ich langsam beginnen, ein bisschen Stärke zu trainieren. Es gibt sicherlich die ein oder andere Zweihandwaffe, die kaum Stärke erfordert. Mir fällt jetzt zwar keine Waffe ein, aber wir müssen da mal gucken. Ich meine, es gab doch so ein Magierstab, der ganz wenig Stärke erfordert, glaube ich. 15 Stärke oder so. Ernsthaft, habe ich jetzt so gespeichert? Oh, liebes Spiel. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich habe genau in der Animation gespeichert, während er quasi zupickt. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen, ich komme hier nicht mehr raus. Hallo Gaming. Toll. Das Interessante ist ja, das ist ja ein bisschen unglaubwürdig, ne? Das, naja, lassen wir das. Ich kann es jetzt kommentieren, aber auch nicht. Oder auch nicht. Da ist wieder eins von diesen. Bravo. Ich habe leider keinen anderen Spielstand. Bravo. Mist viel weniger. Okay. Da ist er. Vielen Dank, Feuermagier. Ja, da hat Gothic genau in dem Moment gespeichert, als das Vieh zupickt. Wirklich witzig irgendwie. Oder auch Pech. Oder auch Pech. So, wir gehen jetzt mal Richtung Orlands Taverne. Das war keine große Sache. Das war doch schon vorher klar. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Das hätte er auch selbst wissen können. Er musste es ja besser wissen.
Ich habe selber noch 20, das ist gut. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. So, und die Quest läuft ja immer noch. Okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir Händlerüberfall. Ich habe ja selber nur noch 2 Eispfeile. Ich glaube, das wird nichts. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich bräuchte noch ein bisschen Magie. Gold hätte ich ja eigentlich noch genug, ne? Um die Quest zu machen. Das ist nicht wirklich das Problem. Ich gehe mal einkaufen. Und zwar... Mir geht es besser? Laufen wir zur Stadt. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das ist eine schöne Sache. Also hier wurde ja die Magie ein bisschen ausbalanciert. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach mal eben so einen Feuerregen wirken mit gerade mal 5 Mana-Punkten. Da muss man schon ein bisschen genauer gucken. Im Moment können wir, glaube ich, nur so einfache Spruchrollen verwenden. Mit eigenen Augen oder gar wirken. Das darfst du keinem erzählen. Das weiß doch inzwischen jeder. So, gucken jetzt einfach mal bei Zuris, was wir haben können. Ich glaube da nicht dran. Zeig mir deine Ware. Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe was anderes gehört. Der erzähle ich gar nichts mehr. Mein Mann sieht das anders. Und es wird ja viel schlimmer. Allein der kleine Feuersturm braucht ja schon 15 Mana. Mein Mann sieht das anders. Er sollte lieber den Mund halten. Irgendwer muss die auch 15. Mein Mann sieht das anders. Ich habe was anderes gehört. Dann wäre das hier noch interessant. Minimal 10, maximal 40. Das ist ja schrecklich. Also 20 wäre optimal. Wirklich? Das ist ja interessant. Irgendwer muss. Und ich habe selbst nur. Das ist ja schrecklich. Ja, ich habe 20. Wer sagt denn? Zeig mir deine Ware. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das kostet mir 60. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich nehme mal alle 3 mit. Er sollte lieber den Mund halten. Er erzählt alles weiter. Das darfst du keinem erzählen. Wirklich? Ja, dann nehme ich auch mal alle mit. Sollte lieber den Mund halten. Ach, und hier nehme ich auch mal alle mit. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ach, erzähl mir nicht sowas. Ja, jetzt haben wir noch 2500 Gold. Sind das? Ich habe was anderes gehört. Das kann ich nicht wirken. Das ist mal wieder typisch. Das nehme ich auch noch mit. Und dann reicht's erstmal. Wie gesagt, ich würde ganz gerne mit Zweihänder spielen. Aber da wir in allem, was wir tun, noch absolute Anfänger sind, ist es okay, wenn wir jetzt noch ein bisschen Magie wirken. Aber sobald wir dann ein bisschen besser sind, würde ich gerne darauf verzichten. Ups, glaube ich, habe was vergessen. Einen Moment bitte.
Habe ich doch gewusst. Ich habe den Lüfter meiner Grafikkarte gar nicht an. So. Jetzt passt. Damit sollten wir eigentlich ganz gut zurechtkommen, denke ich. Feuernessel. Perfekt. So, wir haben 20 Mana, das heißt, wir können viermal den Feuerpfeil wirken. Oder viermal den Feuerball. Perfekt. Ich werde auf jeden Fall das nie wieder machen. Das war auch ein bisschen eine Kurzschlussreaktion. Ist mir, glaube ich, auch noch nicht passiert, dass ich, während ich gerade angegriffen werde, speichere. Deswegen auch Daumenkino, den wir vorher hatten. Ist natürlich kein Fehler des Spiels, sondern meins gewesen. So, jetzt ist Ruhe. Scavenger. Ach, wartet mal, das kann natürlich sein, dass ich die Quest schon gemacht habe. Oder? Ja, die habe ich sogar schon gelöst. Guck mal. Oh Mann. Das hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Die Quest ist ja schon gelöst. Super. Die muss ich nur noch abgeben. Oh, jetzt habe ich die ganze Magie umsonst gekauft. Wie habe ich das denn gelöst? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, diese Kontinuität, ne, die man in einem Spiel nicht hat, ist natürlich fatal. Welche Klasse wirst du spielen? Wir hatten ja damals ausgemacht, dass wir einen Paladin spielen, der so richtig Innos-fanatisch ist. Wir bleiben auch beim Zweihänder. Sobald ich ein bisschen trainiert bin, werde ich keinen Bogen oder irgendwas anderes benutzen, sondern nur noch den Zweihänder. Und so glaubwürdig wie es geht, diesen Paladin spielen. Macht sicherlich unglaublich viel Spaß dann. Bisschen Heilkraut. Also im Moment sind die Pflanzen besser als das prozentuale Zeug hier, weil wir einfach noch zu wenig Lebenspunkte haben. Später sind dann die Tränke natürlich viel, viel besser, weil sie einfach mehr heilen, ne? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Jetzt bin ich mal gespannt. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt.
Oh, Händlerüberfall. Oh. Ich habe was anderes gehört. Ich habe die Quest verwechselt, Leute. Sorry. Das ist ja die Quest von Erol. Das ist nicht die von Hakon. Oh, tut mir leid. Aber die sind sich sehr, sehr ähnlich vom Namen her. Muss gerade noch mal ganz kurz gucken. Banditenüberfälle hier. Ja, natürlich. Das andere ist von Erol. Ja, gut. Da bin ich noch ein bisschen zu schwach für. Ja, wirklich? Klar. Das ist ja interessant. Mein Fehler, sorry. So, dann gehen wir mal weiter Richtung... Er erzählt alles weiter. Söldner, weil im Moment wüsste ich sonst nicht, was wir hier groß machen können. Bosbas Bogen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Moment, glaube, Rengaro ist ja weg. Er sollte lieber den Mund halten. Halvor müsste auch weg sein. Ach, und wer war da noch? Der Typ in der Kneipe müsste ja auch weg sein. Denn ich habe die alle verpfiffen. Bei Lord Protector André. Will mich einfach nochmal selber überzeugen. Und theoretisch müsste mich doch die Diebesgilde jetzt von alleine ansprechen, glaube ich. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Die werden mich wahrscheinlich umbringen wollen oder so. Ich sollte lieber den Mund halten. Das ist doch alles. Da ist der gute Laris. Ja, der ist nicht mehr bei seinem Stand. Also ist er schon im Gefängnis, der Halvor. Der erzähle ich gar nicht. Da. Wo er hingehört, der Gute. Und ich werde hier nochmal speichern. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das ist eine schlimme Sache. Ja, die sind alle hey, du, im Gefängnis. Komm mal rüber. Ich hab da was für dich. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen. Diese Information ist umsonst, aber das ist nur eine Ausnahme, klar? Für alles Weitere musst du zahlen. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen, aber dafür musst du zahlen, mein Freund. Ja, heute haben wir aber einen Scheiß-Deal, ne? Der ist ja immer mehr als 10 Sekunden. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Daran wird sich nie etwas ändern. Naja, wie auch immer. Ich werde mal eben kurz mein Chrome refreshen. Vielleicht liegt es auch daran. Eigentlich hatten wir die letzten Wochen, könnte man sagen, auf Twitch immer einen recht, recht guten Delay. Also so gut wie gar keinen eigentlich. Deswegen wundert mich das at the moment ein wenig. So. Ich denke, wir sollten eigentlich mit dem Typen fertig werden können. Auch wenn wir noch keine Skills besitzen. Aber ich besitze Spruchrollen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Ich denke, das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich schnell abhauen kann oder so. Der trägt also die leichte Lederrüstung. Mal sehen. Komme ich auch gut hoch? Ja. Und dann bräuchte ich vielleicht noch... Das ist doch kein Geheimnis mehr. Irgendwie eine Möglichkeit... Würde hier hochklettern, dann vielleicht hier hinrennen. Mal sehen. Ah, reicht leider nicht, schade. Das war's gewesen. Will mich nur ein bisschen vorbereiten. Keine Lust direkt zu verrecken oder so. Jawohl, das geht. Und dann sollte der auf dem Dach sein, da kann ich ihn ein bisschen mit Feuerbällen bewerfen. Okay, das klappt.
Normalerweise bin ich eigentlich endlich recht stark. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du? Attila werde ich genannt. Aber ist es wichtig, wie ich heiße? Unsere Namen sind bedeutungslos. Das solltest du am besten wissen, Fremder. Was soll dieses Theater? Am Ende deiner Reise sollst du nicht unwissend sterben. Sieh es als die letzte Ehre eines Verurteilten. Warum willst du mich töten? Du hast Halvor ans Messer geliefert. Er sitzt jetzt im Knast. Das war nicht so geplant. Du hast Rengaru an die Stadt verkauft. Er ist zwar nur ein kleiner Dieb, aber du hättest das nicht tun sollen. Nagur sitzt aufgrund deines Eingreifens hinter Gittern. Ein unverzeihlicher Fehler, wie manche meinen. Meine Auftraggeber sind nicht gerade erfreut darüber. Um zu verhindern, dass du noch einen weiteren Fehler machst, schicken sie mich. Ja, und damit machen sie auch einen Fehler. Also ich bin nicht der Einzige, der hier dauernd Fehler macht. Ich kann dir Gold zahlen. Viel Gold. Zwecklos. Deshalb bin ich nicht gekommen. Den einzigen Preis, den du zahlen wirst, ist dein Leben. Und zwar jetzt. Das war natürlich klar. Okay. Ach! Ach, oh, nee, bitte. Nicht schon wieder so ein komischer Bug. Das ist ja voll kacke, ey. Oh, nimm mir doch nicht die Spielfreude! Ach, komm schon! Ich hab mich extra so gut vorbereitet. Ach, Gothic. Wo ist denn jetzt? Ah, komm! Na, komm hier hoch, mein Freund, komm. Da ist er ja. Oh, das ging ja besser, als ich dachte. Okay. Also manchmal hilft es, wenn man ein bisschen meckert. Das ist da eigentlich ganz cool. Aber hier kommst du nicht rüber, das kannst du vergessen. Jetzt geht's zu... Wow! Wow! Jesus! Wie hat er das gemacht? Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Wie geil! Hä, ist er darüber gesprungen? Boah, wie krass! Ach, hallo, Herr Jenk. Ist er darüber gesprungen, der Honk? Nein, das gibt's gar nicht. Wie hat denn der das gemacht? Also, ich meine, die Gothic-KI ist ja nicht schlecht, ne, aber... Hä, der ist doch da nicht rüber gesprungen. Ist ja abgefahren. Wer bist du? Also Sachen gibt's, ey. Das solltest du am besten wissen, Fremder. Was so? Jetzt bin ich aber echt platt, Leute. Ich bin gerade sowas von platt. Deswegen habe ich mich auch so erschrocken. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Warum willst du mich... Lass mich weg. Gut. Also nochmal schaffst du das nicht. Das war wahrscheinlich nur Zufall oder so. Völlig unmöglich, dass die Gothic-KI so genial ist. Okay, er kommt da hoch. Er springt... Oh! Ach, jetzt... Okay, alles klar. Das ist ja interessant. Aber der hätte das wirklich fast geschafft, ne? Habt ihr das gesehen? Der wäre fast rübergekommen. Ich krieg dich noch! Lustig. Ja, jetzt wird's wirklich lustig. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Kluges Kerlchen. Hallo. Ach, ich krieg dich noch. Attila, ja. Ich krieg dich auch noch. Guck mal. Einmal, zweimal. Ach, fast hättest du mich erwischt, du Honk. Ich krieg dich noch! Mein Gott, ein Kampf! Der brennt aber gut. So, vielen Dank für den
Schlüssel und deine Ausrüstung, lieber Attila. Ja, also hallo nochmal alle, die gerade reingekommen sind. Und sorry für meinen Schreck, den ich gerade eben hatte. Der war aber auch berechtigt, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Das war für mich selbstverständlich, dass der da nicht hochkommt, wenn ich darüber springe. Und plötzlich steht er hinter mir und haut mir den Kopf weg. Unglaublich, ne? Krass, kann ich nur dazu sagen. Lowlife und Gona, seid gegrüßt. Was du kannst, kann Attila schon lange. Wem sagst du das? Ich hab's ja gesehen. Der hat's mir so richtig gezeigt, der Jung. Jetzt gehen wir mal kurz zu Vatras und lassen uns noch ein wenig heilen. Somit können wir dann ein paar Tränke sparen. Ja, und dann überlege ich mir, ob ich noch ein bisschen mich mit der Diebesgilde beschäftige. Kannst du mich heilen? Du bedarfst zurzeit nie. Okay, ich bin ja schon geheilt. Hab ich gar nicht gemerkt. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Das war das Falsche. Und es gelang ihm nicht. Bin gerade gar nicht beim Spiel. Aber dort, wo Adanos stand, ja, war auch ein Ort, an dem Inos kunterbunter Tag heute. Und Belia keine Macht hatten. Ich hatte heute ein Fest auf der Arbeit und da war es ziemlich heftig. Da gab es eine Schlägerei zwischen einem Jugendlichen und einem Vater. Und dann war ich froh, nach Hause zu kommen und habe dann erstmal 4 Stunden lang One Piece gezockt. Und jetzt sind wir erstmal wieder bei Gothic. Das Bier habe ich gerade schon geholt, oder? Nee. Noch nicht geholt. Dann gehen wir mal kurz runter zu Laris. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Hey, du! Ich bin ganz deiner Meinung. Ich habe hier diesen von Meersalz zerfressenen Schlüssel. Und? Ich denke, er wird mich zum Versteck der Diebesgilde führen. Tja, es könnte der Schlüssel zur Kanalisation sein. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ja. Wo finde ich die Kanalisation? Na, was weiß ich. Sie endet für gewöhnlich im Meer. Das sind doch alles nur Gerüchte. Was für eine Antwort. Unglaublich schlau. Mein Freund. Hall-Effekt ist aus und Sprachenhall auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Sound das nicht sieht, heute mal unglaublich, ja, wie soll ich das beschreiben? Als wenn er heute so extrem hohe Töne hätte oder so. Als ob die Töne einfach ein bisschen zu hoch wären. Naja. One King, grüß dich. Guten Abend. Wow, 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 das ist ja voll die Party hier. Oh. Belia, also dein Wille ist erfüllt. Das ist gefährlich, Leute. Wenn sie da zu viert kommen und gleichzeitig angreifen, dann kannst du verrecken, ne? Sind zwar nur Ratten, aber du kannst ja echt verrecken, ne? Ich meine, Ratten sind halt auch Ratten. Ratten halt, ne?
Alright. Belia, dein Wille ist erfüllt. Das kann nur bedeuten, dass der Paul da ist. Habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, den Jungen. Oder jemand hat den Sound abgespielt. Ich guck jetzt gleich mal. So. Was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. Aber die Tränke kommen mir gerade recht. Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. So. Darkbank. Sag ich doch, der Paul ist da. Grüß dich. Okay. Was ist das denn hier? Hier war doch mal eine Truhe. Und jetzt ist hier so eine Art, ja. Kultstätte für Satanisten oder sowas. Ach, die Truhe ist jetzt hier und hier ist die Belia-Statue. Okay. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach so, okay. Dann muss ich das erstmal lernen. Ach genau, da muss ich jetzt zu Torben, ne? Weil die Diebesgilde mir da nichts mehr beibringen wird, glaube ich. Ich denke, die werden mich sowieso umbringen. Ich gehe mal kurz gucken, was passiert. Ob die mich angreifen oder... Weiß der Geier was? Mit der Diebesgilde werde ich mich aber nicht einlassen. Ich will einfach noch mal kurz gucken. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du hier? Ich hab Attila umgelegt. Ich wollte mal gucken, was hier so los ist. Hier gibt's aber nichts zu gucken. Du bewegst dich auf gefährlichem Gebiet, klar? Also lass deine Waffe stecken und sag mir, warum du hergekommen bist. Ich bin gekommen, dich zu töten. Oh Mann, echt jetzt? Ah. Ich hab Attila umgelegt. Wer hatte den Schlüssel zur Kanalisation dabei? Du hast Attila getötet? Ah, was soll's. War eher ein mieser Hund. Aber ich sag dir was. Geil. Wenn du dich mit mir anlegst, dann werde ich dich töten. Der war sowieso ein mieser Hund. Um den ist es ja nicht schade, ne? Wo haben sie dich denn laufen lassen? Das ist ja geil. Was machst du hier in diesem dunklen, nassen Loch? Ich wohne hier. Noch so eine dumme Frage und ich schneide dir ein Muster ins Fleisch. Geil. Bring mich zu deinem Anführer. Mein Anführer? Ich bin sicher, dass Cassia mit dir sprechen will. Los, geh weiter und versuch nicht, mich reinzulegen. Hört ihr Bewohner von Corinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels werden noch weiter verstärkt. Die Torwacht. Hey, okay. Sieh an, wer zu uns gefunden hat. Attila hat dich unterschätzt. Diesen Fehler werde ich nicht begehen. Was läuft hier eigentlich? Du solltest sterben, weil du einen Freund ans Messer geliefert hast. Deshalb haben wir Attila geschickt. Deine Anwesenheit hier bietet dir jedoch eine neue Möglichkeit. Was willst du mir anbieten? Du kannst uns beitreten. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit rechts runter an der Küste entlang. Dort wirst du deine Antworten finden. Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich da nicht hier unten verstecken, oder?
Nein, du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Das ist ja schön für dich, Cassia. Und wenn ich euch nicht beitrete? Dann werde ich dich töten. Okay. Dann versuch mich zu töten. Schade. Ich hätte dich für schlauer gehalten. Ja, und okay, ich geh mal. Das sind ja nette Buben. Bleib stehen, du Feigling! Mit sofortiger Wirkung ihre Aufgaben an die königlichen Paladine zu übertragen. Der ehrenwerte Lord André ist angewiesen. Ja, im Moment bin ich echt nur ein Feigling. Das stimmt. Da kann ich einfach nur abhauen. Ich bin ein einfacher Bürger des Landes, der nichts drauf hat. Aber ich komme wieder. Und dann gibt's volles Pfund aufs Maul. Ja. Das kannst du laut sagen, Dark Bang. So, wir gehen jetzt schnurstracks zu dem Lord Protector. Immerhin haben wir seinen Auftrag halbwegs erfüllt. Das hat er auch gewollt, ne? Wir haben die Diebesgilde gefunden. Ich habe hier ein Empfehlungsschreiben von eurem Proviantmeister. Hm? Wegen der Diebesgilde. Ja? Tja. Ich habe das Versteck der Diebesgilde gefunden. Wo? In der Kanalisation. Unter der Stadt. Was? Wir hatten die Kanalisation abgesperrt. So wie es aussieht, hat sie das nicht davon abgehalten, sich da unten auszubreiten. Hast du die Verbrecher zur Strecke gebracht? Ich bin an der Sache dran. Gut. Ich werde dir noch etwas Zeit geben, deine Mission zu erfüllen. Was? Kriege ich keine Belohnung oder sowas? Ach komm. Also ich muss hier wohl wirklich erstmal umbringen. Ja, die fehlt mir gerade, die Power. I have the power. Nee, ich habe im Moment keine Power. Ich bin im Moment echt nur ein Loser. Und deshalb gehe ich mal eine Runde pennen. Grüß dich, Sleipy. Guten Abend. Das sollte genügen. Ja, dann schlimme Zeiten sind das.
würde ich vorschlagen, gehen wir mal ein bisschen Richtung... Er arbeitet auch den ganzen Tag. Söldner. Ich glaube da nicht dran. Ja, im Moment gibt es ja nichts mehr für uns zu tun. Banditen in Jacks Leuchtturm, Bromas goldene Schale, das sind alles so Quests. Kann ich noch nicht machen. Und die Diebesgilde will ich jetzt noch nicht wirklich auslöschen. Sondern erst, wenn ich eine gute Rüstung habe oder so. Das ist einfach noch ein bisschen zu früh. Würde ich meinen. Ich denke, die Quest bei der Taverne müsste jetzt auch soweit zu Ende sein. Gibt es dann auch nochmal ein bisschen Erfahrung? Ja, bis zum nächsten Level Up dauert es noch ein kleines bisschen. Vielleicht kann ich ja wenigstens Buster schon besiegen. Ich glaube, mit Laris war ich auch noch nicht bei den Wassermagiern. Oder? Ah, nice. Haben wir noch nicht gemacht. Da gibt es auch noch jede Menge Erfahrung, Leute. Das ist cool. Das ist cool. Keine Ahnung. Dirty. Wir haben jetzt, glaube ich... Viertel nach neun oder so. Ich denke, so bis 10 mache ich hier noch ein bisschen Gothic und dann wollte ich noch ein bisschen Risen spielen. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Die Quest läuft immer noch? Ernsthaft? Okay. Naja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Lowlife hat wohl noch nie einen Paladin gespielt. Ich habe den, glaube ich, bisher zweimal gespielt. Einmal in Returning und einmal im Vanilla Gothic 2 ohne das Add-on. Wölfe sind ja anfällig, was Bögen angeht. Ja, richtig, stimmt. Perfekt. Ich mag den Kurzbogen nicht. Der ist natürlich eine große Hilfe am Anfang, aber... Der sieht einfach scheiße aus. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir noch ein bisschen leveln. Ich bräuchte noch ein Level ab, glaube ich. Dann hätten wir 28 Lernpunkte. Das müsste eigentlich reichen, um auf 30% Zweihänder zu kommen. Ich brauche für die 10% 20 Lernpunkte und 8 oder 10 hätte ich dann noch über. Ne, 8 hätte ich noch über. 8 würden noch übrig bleiben. Die kann ich dann anderweitig einsetzen. Vielleicht für Schlösser öffnen oder so. Bei Torben. Bei der Diebesgilde kann ich das ja nicht mehr lernen. Das geht ja nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Eivor!
Wow. Der hat mal ordentlich gebrannt, mein lieber Mann. Und der auch. Nicht, da ist nichts zu holen. Oh, das könnte gefährlich werden. Jetzt sag bloß nicht, ich habe schon wieder in diesem Moment gespeichert. Also das ist heute echt eine Krankheit. Das passiert mir eigentlich nie sowas. Okay, das ist nicht passiert, Gott sei Dank. Okay, jetzt wird's blöd. Jetzt wird's blöd. Ich habe einfach noch keine Lebensenergie, da habe ich keine Chance. Deshalb müssen wir wirklich abhauen. Und so ein schwarzer Goblin ist am Anfang echt noch ganz schön hart, ne? Paladin haben die geilste Rüstungen. Ja. Vielleicht. Finde ich jetzt nicht so. Die Paladin-Rüstung gefällt mir unglaublich gut. Insbesondere, wenn man halt diese Rüstung sich ganz genau anguckt. Der Detailgrad der Paladin-Rüstung ist schon wirklich sehr, sehr schön. Aber für mich ist sie nicht die schönste. Oder das sind nicht die schönsten. Da finde ich die Templer-Rüstungen besser. Die haben einfach was ganz, ganz Besonderes. Insbesondere die hohe Templer-Rüstung, die Koanga immer trägt. Das ist für mich wirklich eine sehr, sehr schöne Rüstung. Sehr majestätisch, finde ich. Aber ist alles Geschmackssache. Ne? Ja, genau. Manche mögen die Drachenjäger-Rüstungen. Die gefallen mir nicht wirklich. Die haben mir eigentlich noch nie wirklich gefallen in Gothic. Sie sehen gut aus von der Aufmachung her, aber persönlich gefallen sie mir nicht. Da sind die Anordnungen, ja, generell der Rüstung, wie alles so miteinander verwoben ist, diese Schnörkeleien oder keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll, oder wie das Ganze zusammengeschustert ist, irgendwie passt das alles nicht so zusammen. Das wirkt irgendwie alles so aufgesetzt. Sei es bei den Armen, am Bauch. Das Einzige, was mir wirklich, wirklich richtig gut gefällt, ist der Drachenjägerhelm mit den Hörnern. Den finde ich unglaublich gut gelungen. Und wenn du dann die schwere Rüstung trägst und dann diesen Helm, dann kann man sich die Rüstung ganz gut angucken. Aber trotzdem, ich finde die Drachenjägerrüstung, die hätten sie anders machen sollen. Also mir, ich finde sie nicht schön. Ich erkenne da einfach nichts von einem Drachen wieder bei dieser Rüstung. Das habe ich immer wieder vermisst oder so. Bei der Paladin-Rüstung siehst du halt den Panzer und die Ketten und so, ne? Das ist schon richtig geil. Und genau das habe ich so ein bisschen auch bei der Drachenjäger-Rüstung immer vermisst. Wo sind bitte da die Drachenschuppen, die Drachenpanzer? Oder irgendwas von einem Drachen oder so. Da siehst du eigentlich gar nichts. Selbst bei der Minecrawler-Rüstung siehst du die Panzerplatten der Minecrawler. Das ist auch sehr gut gelöst. Deswegen gefällt sie mir auch sehr, sehr gut, die Crawler-Rüstung. Ja, das hat er wirklich behauptet. Das war keine große Sache. Das ist doch lange bekannt. Jetzt werde ich mal versuchen, Buster zu besiegen. Als absoluter krasser Anfänger, der nichts drauf hat. Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer will das wissen? Ich bin Buster,
einer von Lees Söldnern. Und du solltest lieber ein bisschen netter zu mir sein, oder ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Also, was willst du hier? Das geht dich nichts an. So redet niemand mit mir, du Wurm. Ich glaube, es wird mal Zeit für ein bisschen Prügel. Mach ihn fertig! Mach ihn fertig! Wehr dich! Das tat weh. Ja, gib's ihm! Zeig's ihm! Oh! Dem hast du's gezeigt! Der hat doch tatsächlich einen Volltreffer gelandet. Wie Danke hat er das gemacht? Danke für das Gold, du Held! Da muss ich irgendwie... Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Für einen Augenblick die Zeit falsch getimt haben. Der hat wirklich einen Volltreffer gelandet. Krass. Hallo, Rafa. Ich erzähl dir doch also, wenn man das ganz gut timet, dann schafft man das eigentlich ganz gut, ne? Was habe ich denn sonst noch hier? Sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Das will doch keiner wissen. Achso, das braucht ja Geschicklichkeit, ne? Ich wundere mich aber gar nichts mehr. Was ist denn das? Da kann man sich ein Beil macht 20 Damage. Und hat natürlich keine Reichweite, die Scheiße. Na super. Ich könnte mir so etwas oh Mann. Kurzschwert der Melee ist auch nicht viel besser. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Immer wieder das Gleiche. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Na was? Wehr dich! Schlag doch zurück! Wehr dich! Dem hast du's gezeigt! Leg dich nie wieder mit mir an! Du arme Wurst! Hast ja nicht mal Gold dabei! Die Waffe nehme ich mal besser an abgenommen. Mich. Das hast du mir abgenommen. Also komm mir nicht zu. Er muss einfach mehr trainieren. Glaubst du wirklich daran? Ich will mich jetzt einfach nicht heilen, Leute, weil ich habe keine Heiltränke mehr. Seht ihr das? Deswegen riskiere ich das einfach, ihn irgendwie so zu treffen. Das ist kein Problem. Ich will nur mein... Wow, so viel Gold habe ich gehabt. Ist ja krass. Ich will nur meine Sachen haben. Den Rest kann er ja wirklich behalten. Ist ja okay. Ich bin da in so Sachen RPG-technisch recht fair. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Okay, okay. Du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Survive Games. Guten Abend. Darf ich mal fragen, welche Mods das sind? Ich spiele nur eine Modifikation, Survive Games, und das ist die Atari Edition. Du spielst hier das originale Gothic 2, die Nacht des Raben, allerdings mit einigen kleinen Verbesserungen. Ja. Und natürlich einem etwas neueren grafischen Gewand. Aber ansonsten ist das alles wirklich original. Es gibt sogar den Weg des Gildenlosen, den du spielen kannst, ne? Es ist quasi ein verbessertes Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, und das Gothic-Gefühl wird hier nicht irgendwie zerstört mit ultra krassem neuen Content, sondern bleibt alles so, wie es ist. Die Atari Edition spielen wir jetzt auf Twitch, glaube ich, das dritte oder vierte Mal. Wir hatten sie zwei, dreimal Beta getestet für den Entwickler. Ja, und das ist hier die Version 1.2. Was ich noch toll fand, ist die Rüstung von Gomez. Die Erzbaron-Rüstung, ja, die ist natürlich sehr schön, ja. Das stimmt. Luga, grüß dich, guten Abend. Wirf den Käse. Ja, wohin? Wohin soll ich den Käse werfen? Der hat's dir aber ordentlich besorgt, Marcello. Ja, das hat er wirklich zweimal sogar.
Mann, in den Rücken ist es echt mies, Marcello. Das stimmt. Allerdings hatte ich keine Lebensenergie mehr. Und wenn ich von vorne komme, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ich direkt beim ersten Schlag umgehauen werde. Also musste ich mich ja irgendwie zu helfen wissen. Und ich bin halt der Namenlose und der Namenlose ist nochmal ein Arschloch. Entschuldigt den Ausdruck. Der verhält sich so, dem sind die Leute hier so ziemlich scheißegal. Der will nur, ja, der Größte werden. Oder wie auch immer. Die Liver Edition hat nicht mehr Story. Survive Games. Woher hast du diese Information? Liver Edition hat nicht mehr Story. Die Liver Edition ist auch nur das originale Gothic 2 Die Nacht des Raben. Allerdings wurde dort das Balancing etwas geändert und ja, der Content wurde, könnte man sagen, verlagert. Du spielst aber dort eigentlich auch nur das originale Gothic 2. Es gibt dort keine neue Geschichte. Läuft das sehr stabil? Ja, du siehst es ja. Ich habe ja noch DirectX 11 installiert und Reshade. Das ist so eine Art Zwiedefix für Gothic. Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Ich glaube, du hättest das Zeug dazu, einer von uns zu werden. Aber nur, weil du in unserem letzten Kampf Glück hattest, solltest du nicht übermütig werden. Es gibt eine Menge Jungs auf dem Hof, die noch eine ganze Ecke besser sind als ich. Sentenza zum Beispiel. Er bewacht den Zugang zur Farm. Leg dich bloß nicht mit ihm an. Naja, dazu muss ich vielleicht nur sagen, in dem Gewand, so wie ich das Ganze hier spiele, da sollte man schon über einen guten PC verfügen, ne? Mein PC ist jetzt nicht gerade der beste, ja. Aber man sollte schon einen recht guten PC haben. Und recht gut meine ich wirklich nicht irgendwas mit 500 Euro oder sowas, sondern ab 800 Euro aufwärts, um das Ganze so hier stabil zum Laufen zu bekommen, ne? Also mit diesen ganzen Sachen, die ich hier installiert habe. DirectX 11 ist halt ein Performance-Fresser. Das weiß man auch aus modernen Spielen. Und dieses Reshade haut ganz schön rein. Also meine Grafikkarte schwitzt da schon ein bisschen. Was ist mit diesem Sentenza? Er wird dir Gold abknöpfen wollen, wenn du zur Farm gehst. Das macht er bei jedem Neuen. Und wenn ich du wäre, dann würde ich bezahlen. Das habe ich damals auch getan. Und das Gute daran war, dass er danach für mich gestimmt hat. Eine Hand wäscht die andere, hat er gemeint. Ich bin zwar all mein Gold losgeworden, aber es war sowieso nicht viel. Und am Ende war ich froh darüber. Ich habe mal gesehen, wie er einen Kerl verprügelt hat, der nicht bezahlen wollte. Danke für den Tipp. Nicht wahr? Denkst du, er ist dir was wert? Wobei, vielleicht soll ich noch dazu erwähnen, wenn man das Ganze natürlich privat zu Hause spielt, ohne Streaming und ohne andere Hintergrundprogramme, dann wird wahrscheinlich gar nicht so viel Leistung abverlangt, Leute. Ja, leider vergesse ich das immer wieder. Ich streame ja, ne? Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und das Ganze mache ich auch noch im Fenstermodus. Das ist für Gothic sowieso schlecht. Das kostet nochmal 10-15% FPS im Fenstermodus. Ja, deswegen beziehe ich das immer mit ein. Aber ich denke, wenn man nur privat zu Hause spielt, in Full HD oder sowas, dann sollte auch ein einfacher Mittelklasse-PC reichen. Ja. Zumindest was Full HD angeht. Jetzt hier für meine Verhältnisse, für Streaming, da brauchst du schon ein bisschen mehr Leistung, ne? Weil das muss ja alles irgendwie verarbeitet werden über die CPU und Grafikkarte. Und es ist ja nicht so, dass wir das Spiel zocken, sondern es laufen auch noch andere Programme bei mir im Hintergrund. Und das ist schlecht für Gothic. Damit Gothic aber trotzdem stabil läuft, muss halt die CPU und die Grafikkarte schon was leisten können, ne? Hier, nimm 5 Goldstücke. Danke, Mann. Jetzt kann ich mir heute Abend doch wieder einen brennen. Ich werde es dir nicht vergessen. Ja, sorry, Gaming, aber das ist ja genau das, was ich gerade eben gemeint habe. Ja,
Ja, ich meine, man kann natürlich auch die Einstellungen so ein bisschen runterschrauben. Ich spiele jetzt hier in Ultra HD, ne, und das hier sind, glaube ich, die Standardeinstellungen. Das Einzige, was ich so runtergestellt habe, ist hier so ein bisschen das Visual FX, weil sonst das Feuer viel zu grell ist. Ja, aber ansonsten ist alles so ein bisschen Standard. Ich suche halt etwas, das das originale Gothic 2 ist, aber hübscher aussieht. Möglichst stabil läuft unter Windows 10. Survive Games, das ist immer schwierig, das kann dir keiner garantieren. Jeder PC ist anders aufgebaut. Egal, ob das das gleiche Betriebssystem ist oder nicht, ne? Das ist einfach von PC zu PC unterschiedlich. Es gibt keine Garantie, dass es auf jedem Windows 10 PC überall gleich läuft, ne? Das solltest du eigentlich wissen. Also bei mir läuft stabil unter Windows 10 und ich habe da keine Probleme. Kannst du mir was beibringen? Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Fünf Lernpunkte, okay. Das will ich aber nicht lernen. Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie du, sollte es hier nicht allzu schwer haben. Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt, werde ich für dich stimmen. Lee ist der Anführer der Söldner, oder etwa nicht? Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Ja, was ich vielleicht noch erwähnen könnte, falls sich jemand dafür interessiert, für Laptops ist ReShade und DirectX 11 zusammen nicht wirklich geeignet. Es sei denn, ihr habt da einen richtig guten Laptop, Leute. So ein normaler Laptop kriegt sie eigentlich schon kaum auf die Reihe, DirectX 11 zu laden mit Gothic. Da habe ich schon viel gelesen auf World of Gothic früher. Selbst einigermaßen gute Laptops mit guten Laptop-Grafikkarten haben das nicht gepackt, ne? Und wenn du dann noch ReShade installierst, dann kannst du es eh vergessen. Vor allem, weil die meisten Laptops, was Nvidia angeht, über Optimus verfügen. Und das ist sowieso ein richtiges Drecksding. Marketing-Scheiß von Nvidia. Ja, also das kann ich gar nicht empfehlen. Es sei denn, ihr habt natürlich einen Laptop mit einer mobilen GTX 980 oder so, oder 1060, 1070 oder irgend sowas, dann sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren, ne? Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Okay, das mit dem Beibringen haben wir schon hinter uns. Ja, das habe ich ja gemeint, Survive Games. Das habe ich ja schon erläutert. Die Atari Edition, das ist eigentlich das originale Gothic 2. Und wenn du Gothic 2 schon mal gespielt hast und es bei dir stabil läuft, dann solltest du hiermit auch keine Probleme haben, ne? Darauf bin ich ja schon eingegangen. Anders verhält sich natürlich mit DirectX 11, also das hier. Wenn du das noch mit installierst, kommt es natürlich darauf an, wie du das installierst und was du da alles aktivierst. Dann kann es schon sein, dass die eigentliche Modifikation inklusive Gothic 2 Die Nacht des Raben dann bei dir nicht mehr stabil läuft. Ne? Das liegt aber dann nicht an der Mod selber, sondern eben an dieser zusätzlichen Engine, wenn du halt eben diese Effekte hier haben willst. Ne? Das machen nämlich leider viele Spieler falsch und sagen dann immer, dass es dann an der Mod liegt. Ist aber nicht so. Das ist meistens dann immer an den verkehrten Einstellungen im DirectX 11. So, ich muss mich mal ein bisschen heilen. Und wir gehen mal weiter Richtung Söldner.
So, wir essen hier noch ein bisschen Pilze. Aber ich denke, wenn du dich da so ein bisschen an die Atari Edition hältst, Survive Games, da gibt es glaube ich auch im Forum eine Beschreibung dazu, dann sollte das bei dir auch wunderbar laufen, ne? Einfach mal ausprobieren. Ich würde sowieso erstmal empfehlen, Leute, das mache ich eigentlich immer und ich kann es manchmal nicht nachvollziehen, warum die Leute immer direkt alles installieren. Das ist ein Fehler, was viele machen. Ich würde, wenn ich an eurer Stelle wäre, erstmal die eigentliche Mod installieren, und zwar die Atari Edition. Und dann würde ich die erstmal eine Stunde spielen, um zu sehen, ob sie überhaupt auf meinem System laufen würde. Versteht ihr? Ohne irgendwas anderes zu installieren. Das wäre mein erster Schritt. Ja, dann weiß ich nämlich, okay, läuft die Mod mit meinem Gothic 2 flüssig und stabil. Wenn ich dann die Gewissheit habe, dass es so ist, ja, und dafür musst du halt auch ein bisschen spielen, dann würde ich erstmal überlegen, okay, was könnte ich noch zusätzlich installieren, um die Grafik vielleicht noch ein bisschen zu verbessern. Zum Beispiel DirectX 11. Ja, und wenn dann danach das Spiel rumspinnt, dann weiß man ja ungefähr, woran es liegt. Wenn man natürlich von vornherein alles schon reinknallt in Gothic 2, ja, das ist natürlich dann schon ein Problem, ne? Das machen leider zu viele Leute, zu viele Spieler, genau diesen Weg. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, ihnen zu helfen, ne? Weil man dann nicht wirklich weiß, wo der Haken hängt. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl! Ja, Survive Games. DirectX 11 für Gothic 1 ist ja auch nichts Offizielles, ne? Ich hoffe, das weißt du. Das ist auch sowas, was viele vergessen. DirectX 11 ist für Gothic 1 nicht offiziell veröffentlicht worden, sondern es ist nur eine Testumgebung. Es ist nur eine Testumgebung. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Wer damit spielt, muss halt in Kauf nehmen, dass es nicht wirklich mit Gothic 1 funktioniert, ne? Ich spiele es ja auch damit und bin mir dessen bewusst, dass Gothic da nicht wirklich wunderbar funktioniert damit. Auch wenn es gut aussieht. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Ja. Und das ist leider der Fehler, Survive Games. Da hast du dich nicht gut eingelesen. Du schreibst ja, weil es mit Gothic 2 so gut lief, glaubst du halt, dass es mit Gothic 1 genauso ist. Und das ist genau der Fehler. Es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Gothic 1 mit DirectX 11, da ist die Engine für Gothic 1 anders aufgebaut wie die für Gothic 2. Man hat zwar hier die gleichen Features und so, aber sie sind anders abgestimmt. Ja. Und die Version für Gothic 2, es ist eine gut laufende Alpha-Version. Die für Gothic 1 ist noch nicht mal eine Alpha. Es ist nur eine Testumgebung. Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Owner nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Ach, du wolltest es nur ausprobieren. Ah, okay, sorry, dann habe ich das verkehrt verstanden. Ja, aber ich habe, wie gesagt, schon ganz viele Leute gehabt, Survive Games, die einfach geglaubt haben, dass die Gothic 1 Version genau die gleiche ist wie die für Gothic 2, weil die das halt einfach nicht so ordentlich gelesen haben, ne? Ja. Ich hab's am Anfang auch immer nur ausprobiert, aber es sieht wirklich gut aus. Ja, sehe ich auch so wie du, Survive Games für Gothic 1. Es läuft halt echt nur mies, ne? Und ich glaube gar nicht,
dass daran noch weiter gearbeitet wird. Also zumindest nicht für die Version für Gothic 1. Ich glaube, für Gothic 2 könnte es vielleicht sogar noch ein Update geben. Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ja, das habe ich gecheckt, Gaming. Deswegen habe ich mich auch nochmal entschuldigt. Ich habe das missverstanden. Ich will Gold sehen. Du Drecksack! Du willst meine Lage ausnutzen, was? Entweder ich bezahle dich, oder ich gehe wahrscheinlich bei der Sache drauf. Na gut, ich kann dir 50 Goldstücke zahlen. Mehr habe ich nicht. Der gute Fester, ne? Den werde ich später auch noch ein bisschen verprügeln, wenn ich, ja, zumindest Kämpfer geworden bin. So, die sind auch schon da. Diese Drecksviecher. Ach Moment, komm, wir machen das mal mit Sentenza, dann ist das nämlich auch weg. Ist eigentlich egal. Wo willst du hin? Ich will... Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Guten Abend. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Also für alle anderen nochmal, Nico ist Kapadin, ne? Vielleicht kennt ihr den noch unter Kapadin. Der heißt jetzt einfach Nico, ne? Nur mal so als Hinweis. Und Survive Games, du wurdest ja schon geholfen von Gaming, von daher passt das ja, ne? Wunderbar. Wie du willst. Machen wir das. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Schön für dich. Dir ist klar, dass die Söldner abstimmen werden, ob du mitmachen darfst oder nicht. Ach. Nee, nicht Kapadin. Natürlich nicht Kapmilli. Sorry. Oh Mann. Diese zwei Namen ähneln sich ja aufs Auge. Sorry. Ja, natürlich. Nicht Kapadin, sondern Kapmilli. Aber das ist ja das Problem. Das ist ja mal, Nico, ne? Wenn man mal eben so die Namen ändert. Dann kommst du da einfach durcheinander, ne? Sollst du mir deine Stimme geben? Aber warum denn nicht? 50 Goldstücke sind doch ein fairer Preis für eine Stimme, denkst du nicht? Verzeih mir. Nico, ich gewöhne mich jetzt einfach mal an Nico. Ich hoffe, du wirst deinen Namen nicht schon wieder nach einer Woche nochmal ändern oder so. Okay, dann hätten wir Sentenza erstmal zufriedengestellt. Das passt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Meinst du, mir geht es besser? 29 Seiten Changelog. Das kann aber eigentlich nicht sein. Pass mal auf, es gibt doch hier den Befehl. Habt ihr das schon vergessen? Das war doch schon vorher klar. Ich habe so einiges gehört. Da kann man sich das Ganze nochmal angucken. Ich bin ganz lustig. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Was willst du? Erzähl mir nichts, ich kenne sowas.
Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist jetzt nicht Nico. Besonders gut gelaunt. Wenn er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wer ist Silvio? Wenn du mich fragst, unser nächster Anführer. Wenn du vorhast, ihn zu fragen, ob du bei uns mitmachen kannst, vergiss es. Du siehst so aus, als ob du gerade mal zum Schafehüten taufst. Was? 27 Seiten? Das glaube ich jetzt nicht, oder? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Okay, doch, du hast recht, tatsächlich. Ich habe den Changelog auch noch nie gelesen. Aber so wie es ausschaut, hat Aiyang das Ganze sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich meine, das gehört sich aber auch so, ne? Survive Games. Andere Entwickler machen das ja auch von Bezahlspielen. Wenn man sich den Changelog von Gothic 3 anguckt und im Community Patch, der ist ja auch ultra groß. Man darf halt nicht alles glauben. Das sieht ja auch ganz schön aus, alles schön aufgelistet. Ja, pick dir halt einfach das raus, was du lesen möchtest. Und das andere lässt du halt einfach mal sein, ne? So würde ich das jetzt zum Beispiel machen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das hat er wirklich nicht verdient. Von selbst ist er noch nicht draufgekommen. Ich habe so einiges gehört. So, dann spielen wir mal weiter. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Ich meine, so ein Changelog ist schon wichtig, Leute. Also, wenn man da nichts bietet, keine Informationen rausgibt, was im Spiel geändert wurde, dann gibt es ja auch gemeckert, ne? Dann lieber 27 Seiten vor sich haben. Man muss ja nicht alles lesen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich will mich Lee anschließen. Lee hat hier bald nichts mehr zu sagen, wenn er so weitermacht. Was soll das heißen? Er will, dass wir hier alle sitzen und Däumchen drehen, ab und zu mal ein paar Bauern einschüchtern und das war's. Silvio sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung und da hat er verdammt recht. Ich hab da meine eigene Meinung. Da magst du recht haben, Gaming. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Und so eine Dokumentation ist schon ganz gut, ne? Rod. Nehmen wir den hier. Gunnar. Das war doch klar. Wie sieht's aus? Seit Ona verlauten ließ, dass er Söldner anheuert, quillt der Hof fast über vor lauter Galgenvögel. Das ganze Gesindel, das sich vorher nicht aus den Wäldern getraut hat, ist jetzt hier. Die Kerle kamen echt von überall her. Die Söldner kamen von überall her? Ein Großteil kam aus der Strafkolonie. Eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden. Sie haben dort wohl Orks gejagt. Und ich wette, es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ja, jetzt überlege ich mir gerade, ob wir das dann beim nächsten Mal dann weitermachen hier bei den Söldnern. Es gibt ja sicherlich noch einiges zu besprechen, jede Menge Dialoge durchzugehen, bis wir dann ordentlich weiterquesten können. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen Risen spielen. Wir haben jetzt schon nach 10 Uhr. Wenn es für euch okay ist. Ich wundere mich über gar nichts. Es sei denn, ihr wollt noch ein bisschen hier was sehen, dann würde ich hier noch ein halbes Stündchen machen. Mir ist das eigentlich gleich, ne? Ich kenne ja Gothic 2 schon. Ach, die wurden auch ein bisschen verändert, ne? Hier diese schweren Söldnerrüstung sehe ich gerade. Ich gerade schon ein bisschen gewundert, die sind ja ein bisschen anders. Das war doch klar. Muss da nochmal in die andere Perspektive gehen. Dann sehe ich das nicht so gut. Ja, ja, die wurden noch ein bisschen gewandt, also überarbeitet. Sind ein bisschen dunkler auch, ne?
Das hätte er auch selbst nicht glauben. Wo hast du das denn schon? Glaubst du wirklich daran? Ja, also deswegen gefallen mir auch die Söldnerrüstungen einfach besser als diese Drachenjägerrüstungen, weil hier ist irgendwie alles so ein bisschen auch logisch aufeinander abgestimmt. Da unten sind die Panzerplatten aus Metall, danach so noch ein bisschen Fellzeugs um dich rum, oben ist auch noch ein bisschen Fell und so ein bisschen Plattenpanzer an der Brust. Ja, und bei den Drachenjägerrüstungen ist irgendwie alles zusammengemanscht. Ohne große Logik, habe ich manchmal das Gefühl. Deswegen gefällt es mir auch nicht so sehr. Jetzt gucke ich mir noch die schwere Rüstung an. Ich glaube, die ist so geblieben, ne? Von mir erfährt keiner was. Ist das wirklich wahr? Ja, die sieht auch sehr, sehr schön aus, ne? Das höre ich zum ersten Mal. Meinst du, mir geht es besser? Das wird sich nie ändern. Meine Meinung will ja keiner hören. Das war schon vorher klar. Ich hätte meinen Gas nicht alles glauben. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Das höre ich zum ersten Mal. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Das war doch klar. Ich glaube, hier bei der Atari Edition, das habe ich jetzt nicht gelesen, sind die Gildenrüstungen auch wieder besser geworden oder die besten Rüstungen oder so. Oder generell immer um einiges besser als andere Rüstungen. Es gibt ja auch noch diese Garderüstung. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Bei den Banditen in Jarkin da, ich glaube, die war auch ziemlich stark. Von mir hatte das nicht. Selbst ist er da nicht draufgekommen. Ich habe was anderes gehört. Das hat er wirklich nicht. Das war doch seine Entscheidung. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Selbst ist das nicht. Ja. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Okay, Leute, dann würde ich jetzt hier einen Cut machen. Das war doch schon vorher klar. Es war genau so, wie du sagst. Und wir spielen dann beim nächsten Mal weiter. Wahrscheinlich am Freitag oder so. Freitagabend nach Velaya. Oder vielleicht, wie gesagt, morgen sogar nochmal, weil Morrowind spiele ich ja nicht mehr. Kommen wir leider nicht weiter. Müssen wir mal gucken. Und wir sehen uns dann gleich.